Willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Ich werde Staffel 6 etwas ändern müssen. Das liegt einfach daran, dass ich es heute... Ich wollte einen Avis tamen, und zwar ganz gerne einen Badass Avis. Das hat den einfachen Grund gehabt. Badass Avis sind toll. Und ich weiß gar nicht, ob die Badass Biber tragen können. Das Blöde ist nur, egal wohin ich gehe, um Avis zu tamen, dort ist immer irgendetwas, was mich auf der Stelle vernichten würde. Ich war auf der schwebenden Insel, wo der größte Anteil an Badass Avisen war, und ich glaube tatsächlich, das ist der einzige Anteil an Badass Avisen. Woanders habe ich keine gefunden. Das Problem, also wirklich das richtig böse, harte Problem ist, Anunnaki Genesis zerstört das Spiel dermaßen, dass man es im Singleplayer nicht spielen kann. Es gibt kein gutes Balancing. Ich weiß, ich habe mir zwar, ich habe mich darauf eingestellt, dass es sehr schwer sein würde, hier was zu machen. Ich habe nur erwartet, dass es irgendwie möglich wäre. Fakt ist, es ist nicht möglich, weswegen wir uns von dem da trennen müssen. Immerhin ist er ein Anunnaki Genesis-Tier. Und da sowieso alle Tiere verschwinden werden, werde ich, den werde ich nicht ersetzen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich den nicht ersetzen werde. Also ich werde die Anunnaki Genesis jetzt gleich rausschmeißen und dafür die Raw Beacon Bot wieder reintun, weil Anunnaki Genesis und Raw Beacon kommen sich entgegen und das funktioniert nicht, um halt den besseren Loot wieder zu bekommen. Und das Problem ist tatsächlich gerade, da man den normalerweise durch Verfolgen tamt und nicht durch, wie wir es gemacht haben, einfach so in der Aktivierung rein und durch, kommt der weg. Den Alpha Spino, den werde ich gegen einen... Ich würde sagen, den tauschen wir ein gegen einen Perfect Tame Spino, oder? Weil das war dermaßen nah, den zu tamen, dass wir einen Level 150 plus Force, nee, plus Do-Tame, nicht Force, sondern Do-Tame Taming holen wir. Dass wir halt einen perfekten Spino haben. Wir wissen ja, so Santa hat hier andere Levelgrenze als The Island. The Island hat Level 120, hier ist Level 150. Und ja gut, das wird scheiße. Der Tyrannodon. Ich glaube, da hole ich mir wieder einen Level 120er. Weil der andere war ja auch Level 120. Und dann werden wir den ein bisschen per Cheat leveln. Der Bronto. Der war jetzt nicht so schwer, ne? Ich glaube, ich hole mir sogar eine Seaktivo-Mod mit rein, dass wir schnell tamen können, weil ich habe letztlich keine Lust, so viel Zeit wieder in Ark reinzustecken. Weil es gibt tatsächlich noch ein zweites Projekt, was ich starten werde. Und zwar ein Livestream-Projekt auf dem Server von Royalty, der morgen startet. Nee, der heute startet, wenn die Folge rauskommt. Und ich werde die Livestreams natürlich auch hochladen und geschnitten. Dass die gerne Livestream gucken möchten und den verpasst haben, dann auch sehen können. Das heißt, es wird insgesamt drei Projekte geben, aber es wird halt kein Anunnaki mehr geben. Ist zu viel. Es ist einfach viel zu viel. Wir werden dann diese... Den Singleplayer werden wir dann dafür verwenden, vor allem rumzuprobieren und eher ein bisschen Blödsinn zu machen, aber trotzdem versuchen, möglichst ernst zu spielen. Funktioniert mit Anunnaki Genesis Mod. So, Dodo. Die sind eigentlich schon ziemlich cool, wenn man die reiten kann, ne? Das ist übrigens der, den wir Dinges hatten. In der alten Base, in unserer Übergangsbase. Der ist noch irgendwie nachgelaufen und übers Meer und her gelaufen. Habe ich ihn unterm Strand gefunden vorhin. Ich habe nämlich heute schon mal eine Aufnahme gemacht, aber die war dermaßen kacke mit Cheats und Drachen und so. Vielleicht seht ihr irgendwo ein paar Ausschnitte von der Folge hier gerade drinne, aber wahrscheinlich eher nicht, weil ich keinen Bock habe. Und es war nicht so geil. Das hat mir so wieder so ins Bild gerufen und nachgegeben, es funktioniert einfach nicht. Es wäre ziemlich krass auf einem PvE-Server oder überhaupt auf einem Server, wo nur Freunde drauf spielen, um halt ein bisschen gemeinsam PvE spielen zu wollen. Aber so alleine, es funktioniert leider doch nicht so schön, wie ich es so gehofft habe. Gut. Außerdem gibt es ein paar Sachen, die ich mir wiederholen möchte, und zwar das hier nicht. Das ist mir egal. Aber die Anunnaki Forge hat 1800 Petal gekostet und allgemein ein bisschen zu viele Ressourcen, dass ich die hier tatsächlich mir die Ressourcen wiederholen werde. Ich gehe mal auf Demolish und wir haben jetzt mindestens die Hälfte an Sachen wieder. Vielleicht reicht es sogar aus, dass wir uns einfach eine neue bauen können. Dann hätten wir tatsächlich gesagt, können wir direkt sagen, so, komm, scheiß drauf. 125. Nee. Also ich hole mir auf jeden Fall per Cheat natürlich die Ressourcen wieder für die Forge, weil der Verlust ist mir dann doch da ein bisschen zu krass.
zumal ich keine anderen Fortschritte mehr habe. Und wir haben dann hier einen Grund, hier mal wieder auszubauen und so. Das wird sicherlich sehr cool. Dann, ja, wie bereits gesagt, die Tiere werde ich mir wieder, also... Ja, vielleicht kleine Schweine. Machen wir einfach per Zufallscheat. Machen wir einfach Level, was kommt. Und bei Parasaur machen wir auch per Zufallscheat. Den machen wir nicht. Den Bronto, den machen wir auch per Zufallscheat. Die beiden Tyrannodons sind eigentlich so gesehen auch im niedrigen Level. Die machen wir auch per Zufallscheat, okay? Den Dodo machen wir gar nicht, auf den scheißen wir, aber den hier machen wir Perfect Tail Spino, weil der doch zu krass ist. Und der Stego, den machen wir auch per Zufallscheat, welchen Level der erscheint. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt von der Anunnaki Genesis und begrüßen wieder die normalen Tiere. Und, kannst du überlegen, und zwar ist... Nee, könnte wieder zu krass. Ich werde jetzt mal angucken, ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben, was für eine Mod ich reintun soll. Jemand meinte, ich sollte Mordino oder wie das hieß, reinpacken, weil es dann mehr verschiedene Dinosaurier gibt. Aber ob das dann wieder so ein Unbalance gibt, wie in der Anunnaki Genesis Mod, weiß ich nicht. Und darauf möchte ich ganz gerne verzichten. Oho, guck mal, wie viel Gammelfleisch wir schon haben. Wir können ja ganz, ganz viel Zeug machen. Ja, dann würde ich halt sagen, tschüss Anunnaki, willkommen Vanillatiere. Und wir sind wieder da. Alles wird so anders sein. Dabei wird sich kaum was verändert haben. Außer, dass da was fehlt. Oh nein, die ist ja schon weg. Irgendwie so leer da oben, ne? Da stand tatsächlich nur noch nur eine einzige drüber. Aber weil halt hier vorher noch die andere war, die Syntec, ging das einfach gar nicht. So, und jetzt kommt das große Problem. Wir haben nur noch eine... Oh, guck mal. Der Tyrannodon ist noch da. Der Stego ist noch da. Der andere Tyrannodon ist weg. Wisst ihr, warum das so ist? Weil den und den, die habe ich bereits ersetzt gehabt. Und den anderen Tyrannodon, den habe ich per Force Tame... Nee, per Dude-Tame gecheatet. Der hier, der war tatsächlich per Cheat-Befehl gespawnt. Deswegen ist der auch wieder normal. Der Stego auch. Gut, dann sparen wir uns auf jeden Fall schon mal das zu spawnen. Und ich glaube, die habe ich ausgemacht, ne? Genau. Ach, guck mal. Was fehlt? Das sind Beeren. Es sollten keine Beeren fehlen. Aber was uns fehlt, ist ein Bronto, der die ganzen Sachen irgendwie holt. Ja. Während ich da die ganzen Sachen mal kurz zurückhole. F. F, drop all items, accept, movement speed hoch, passt. Erzähle ich euch kurz über einen Plan, den Royalty geschmiedet hat und was ich dabei für eine Rolle spiele. Und zwar wollen die Jungs einen eigenen Server aufmachen, weil sie fanden immer meinen Server am coolsten mit den Einstellungen und so und haben bisher nie einen Server gefunden, der halt so war wie meiner. Guck mal, die Tiere da unten. Anunnaki Genesis Mod ist aber raus. Das heißt, es waren ganz normale Tiere. Komisch. Normalerweise spawnen immer Anunnaki Tiere. Wenn Anunnaki Mod an ist, weil sie mit den Tierspawns überschreitet und eigene Sachen reinhaut. Ja, jedenfalls, sie machen einen eigenen Server auf und ich werde auf diesem Server mitspielen. Bei dem im Tribe auch und primär natürlich im Livestream, habe ich eben gesagt. Alle Daten zu dem Server findet ihr, sobald ich wieder die Rechte habe, die Übersicht von der Steam-Gruppe zu ändern. In der Übersicht der Steam-Gruppe, welche sich unten in der Videobeschreibung befinden sollte. Und ja, außerdem mein Livestream-Kanal, mein Twitch-Kanal ist auch unten verlinkt in der Videobeschreibung. Falls ihr Bock habt, könnt ihr ja mir da folgen und Wie heißt es? Reinschauen, wenn ich streame. Gott, ich bin wieder so hängen geblieben gerade. Ja. Außerdem habe ich vergessen zu erwähnen, lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen da und abonniert den Kanal. Ich werde jetzt erstmal meine Sachen wieder... Oh, guck mal, ich habe gar keine Anunnaki-Darts mehr. Das war eine normale Kugel. Wurde einfach ausgetauscht, die im Lauf war. Ja, geil, wir haben jetzt gar nicht... Haben wir noch normale Munition? Wir haben keine normale... Einfach gar nichts mehr, ne? Wir haben die aber noch. Ja. Wir sehen schon, alles an Anunnaki-Zeug ist weg, aber so ein paar Sachen sind noch da. Ja, wir werden jetzt erstmal... Ich bin noch gar nicht im...
Jetzt bin ich im Modus. Jetzt darf ich das Ding wieder benutzen. Also der Server wird natürlich so ähnlich laufen, wie mein Server bisher mal liefen. Einfach aus dem Grund, wir wussten ja, wie angenehm das ist. Es wird ein PvP-Server sein und Flugtiere werden, glaube ich, wieder nicht tamebar sein. Also wie, eigentlich genauso so ähnlich wie in Staffel 5, nur dass die Mods, die benutzt werden, halt von denen ausgesucht werden und die Einstellungen insgesamt alle. Die Genotos sind, glaube ich, auch rausgenommen. Ressourcen. Und davon hatten wir, glaube ich, 900, ne? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 und 900. Hat die Öl gebraucht? Ich weiß es gar nicht. Polymer. Ich glaube, die hat 250 gekostet, ne? Und ich habe 125 rausbekommen. So, was fehlt noch? Polymer hatten wir gerade. Ich glaube, ich denke, das war so das Wichtigste eigentlich, um das Polymer und so wieder zurückzuholen. So, mehr brauche ich jetzt mal nicht. Und, guck mal, meine Waffe ist weg. Scheiße. Meine Nahkampfwaffe ist weg. Oh, ich fühle mich einfach gerade wie so ein Behinderter, ne? Haben wir noch ein Schwert, ein gutes? Nehmen wir das erstmal. Und jedenfalls, ja, das Server wird natürlich ohne Passwort sein, soweit ich weiß. Ihr könnt da sehr gerne mitspielen. Das ist auch sehr erwünscht. Und wie bereits gesagt, es wird halt ein reiner Stream-Server für mich sein. Wir machen weiter hier im Singleplayer, weil ich kann mich da ein bisschen mehr ausprobieren und so. Und wir haben ja gesehen, ich habe jetzt für die Anarchie mal wieder rausgehauen. Einfach aus dem Grund, weil es halt einfach besser halt für mich ist zum Spielen. Ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, Anunnaki wäre viel besser, jetzt ist es wieder scheiße geworden. Aber ihr müsst es jetzt mal aus der Sicht sehen. Was ist geiler? Ein Spiel, das mir Spaß macht oder ein Spiel, das mich abfuckt und ihr zuguckt? Ich kann euch sagen, was geiler ist. Ein Spiel, wo ich auch meinen Spaß habe. Ansonsten ist es ja so, oh, ich will ja keinen Bock, ich will wieder weg. Nee. Ist ja, macht keinen Spaß zuzugucken. Deswegen, ich will meinen Spaß auch haben und deswegen entscheide ich. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was für Mods wirklich cool sind. Dann gucke ich mir sie mir an und überlege, ob wir sie mal ausprobieren, ob wir sie komplett mit reinnehmen. Oder. Spino, wir haben gesagt, wir holen ein Level 150er. Weil das war schon, einer reicht. So, nein, nicht nur eins, sondern eins. So, ja. So, das ist meine. Aua, übrigens. Ich hätte vielleicht in Gottmode gehen sollen. Ah, hat ja kaum Schaden gemacht. Es fällt mir gerade auf, wir haben für den gar keinen Sattel. Oh Gott, mir fällt eigentlich ein, wie schwach der so war. So, im Vergleich ist einfach ein Witz, ne? Im Vergleich zum Alpha ist der wirklich gar nichts eigentlich. Ich mach ihm gleich noch einen Sattel. Gar kein Problem. Haben wir alles geskillt. So. Dann, ich glaube, den zweiten Tyrannodon spare ich mir einfach. Der Bronto, den hätte ich schon ganz gerne wieder. Es gibt ein Problem. Ich muss den Spawn-Befehl suchen. Was machen wir? Welches Level machen wir? Der war sehr hoch im Level, aber das Tailen war sehr leicht eigentlich. Ich fühle mich immer so gerade wie schummeln, wenn ich den Bronto... Ich mache einfach mal eine Hälfte, okay? Ich mache einfach mal Hälfte Level. 150, wir machen einen... Aha, 75er. 75er klingt eigentlich ziemlich gut. Herbivores, Bronto. Ist er genau in der Mitte? Hallo? Ach ja, so. Spawn Creature. Blue-Tame. Cancel wir. Ah, ich habe die Plattform rausgeschmissen. Die Plattform-Sattel ist weg. Wisst ihr was? Den hole ich mir einfach auch kurz wieder. Weil, ne? Bronto. Plattform. Als Alter, weil der war dann doch ein bisschen zu teuer. Hätte ich vielleicht mal dran denken müssen, den vielleicht mal rauszuschmeißen. So, wieder ein Bronto. Den Parasaur, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Du kannst eigentlich da bleiben. Was fehlt noch? Das Schwein, der Parasaur, ein Tyrannodon. Ich glaube, soweit haben wir dann alles. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal. Der Rest ist mir erstmal eigentlich ziemlich egal. Der Dodo fehlt. Der Dodo, der war wichtig. Wisst ihr, was wir für den ja brauchen? Wir brauchen für den eine Pimp My Dino Mod. Eine Rüstung brauchen wir. Aber zuerst brauchen wir wieder eine Forge. Und ich glaube, dafür muss ich wieder ein bisschen anbauen. Haben wir noch Zeug dafür da zum Bauen?
Ja, ein bisschen. Ich. Ich glaube, wir brauchen dafür ein bisschen mehr Platz als das, was wir haben. Mache ich später. Mache ich offscreen. Aber wir brauchen Darts. Wir brauchen Trankdarts. Okay, Trankdarts sind erstmal wichtig. Wir brauchen dafür. Wir haben, glaube ich. Ja, guck mal. 100 Millionen Stück haben wir davon. Dann brauchen wir Narcotics. Haben wir auch 100 Milliarden Stück von. Und ich glaube. Weapons, Ammo. Habe ich das nicht gelernt? Dart. Habe ich doch gelernt. Ach nee, die macht man ja in der Dingens. Habe ich vergessen. Sorry. Macht man ja nochmal eine Werkbank. Und dann gehen wir mal wirklich auf ein Avis-Taming los, weil ich möchte einen haben. Weapons, Ammo, Darts. Wie viele? Wir brauchen Metall-Ingots. Ja, ich glaube, 100 Stück können wir locker machen. So, die Darts sind langsam fertig. Die brauchen wir nämlich auch. Ich habe schon mal ein bisschen eingerissen. Und ich merke gerade, dass mir doch noch ein bisschen an Ressourcen fehlt, um mir die blöde große Forge zu bauen. Ich habe mir gerade nochmal deswegen zwecksmäßig das Öl zurückgeholt. Also nicht all das. Ich hatte mir, ich glaube, 100 Öl habe ich mir wieder zurückgeholt. Oder 200. Und der Rest war einfach, hat mir noch da. Und mir fehlen jetzt noch etwas mehr als 100 Polymer und gut 50 Metall. Ich glaube, Metall kriegen wir hier irgendwo noch zusammen. Davon sollte noch genug da sein. Das nehme ich mit, das nehme ich mit und das nehme ich mit. Ich möchte mich ganz gerne die Forge auch direkt aufstellen. Da haben wir keine. Okay, könnte knapp werden. Struktur, Crafting. Metall ist da. Oh, genau. Um drei, perfekt. Okay, mal turn on. Aber wir haben ja genug davon. Dann können wir direkt mal ein bisschen Polymer noch machen. Composite. Ich habe gar kein Polymer gelernt. Okay, vielleicht sollte man machen. Poly. So. Polymer. 100 Es fehlt ganz knapp noch ein bisschen was. Wir brauchen noch ein bisschen was davon. Das sollte aber auch kein Problem sein. Wir haben wieder ein paar Darts. Und oh, ich kann mein Gewehr nicht reparieren, ne? Weil mir das Metall einfach fehlt. Ich glaube, ich muss mal kurz zwecksmäßig eine Forge bauen. Ich habe gar kein Metall mehr dafür, ne? Kacke. Ich glaube, ich baue das einfach kurz hier auf. Ich habe mir überlegt... Ach genau, die habe ich ja per Force-Tame gemacht, nicht per Doom-Tame. Ich bin ein Idiot. Ja, komm. So muss ich den Weg stellen. Reicht erstmal aus. Ich will mal überlegen, wo ich die Forge hinpacke. Ich glaube, ich werde sie einfach direkt hier hin tun. Ich weiß noch gerade nicht, wie groß der Platzbedarf dafür ist, aber ich glaube, er wird, ich glaube, 4 oder 5 mal 5 sein, ne? Ja, auf jeden Fall eine reichliche Menge werden wir brauchen. So, bisschen Fetch, bisschen Stein und dann kann ich das bauen. So, ich habe eine Grundstruktur aufgebaut, wo die Forge hin kann. Und zwar sollte das erstmal groß genug sein. Ich werde die Wände nachher noch hochziehen, allerdings auch offscreen. Ich habe gesehen, mir fehlt ganz, ganz wenig Polymer, weil ich habe noch Organisches. Und dann habe ich gesehen, ich habe noch 12 im Schrank. Ich war gerade ein bisschen glücklich deswegen. Deswegen, wir können jetzt unsere normale Forge bauen und direkt nochmal abmessen, ob denn der Platz, den wir uns da genommen haben, auch ausreicht. Ich nehme aber an, schon. So, und ich brauche eigentlich jetzt auch mal die Strukturen hier nicht mehr. Das kann da rein. Und ich würde mal sagen... Ach. Ich hatte die irgendwie ein bisschen größer in Erinnerung, ne? Also, ernsthaft, ich habe echt gedacht, die wäre doch deutlich größer. Jetzt habe ich einfach mal hier eine halbe Base. Ja gut, warum nicht? Ganz ehrlich, dann können wir die auch wirklich schön da hinsetzen. Und da haben direkt noch Platz für Lager und so ein Gedönse. Ich sehe ein Problem. Wenn ich die mal aus Metall austauschen möchte, komme ich da überall dran? Ich glaube, ja doch, müsste aber gut gehen. So, ein bisschen noch. Ich möchte ganz gerne vor und hinten ein bisschen Platz lassen, damit er noch laufen kann. Aber wir können da richtig schön abmessen, also mühe weiter nach links. Ah, da sieht es gut aus. Also ein Ticken weiter nach rechts. Ich glaube, das ist es. Wir haben... Ist die kleiner geworden? Die kommt mir irgendwie kleiner vor als sonst, was auch nicht warum. Naja, ich finde es ganz, ich finde es eigentlich, ja, ist okay, das passt. Und Zeug und so weiter drumherum bauen natürlich und das Metall upgraden werde ich auch noch. Allerdings, das sind so Sachen, die mache ich ganz gerne, wenn ich mir einen Livestream angucke oder so. Halt irgendwie so nebenbei halt. Und haben wir noch
noch ohne Ende davon. Das ist sehr gut. Hast du eigentlich noch? Du hast nicht. Ich merke gerade, wir haben einen ganzen Haufen Prime Meat einfach mal in einem anderen Ziel drin. Ich habe kein Selektivum, keine Selektivum-Mod reingetan. Scheiße. Das habe ich vergessen. Das heißt, ich darf den jetzt gleich regulär tamen. Oder ich spare mal kurz den Server aus und packe kurz was rein. Ich glaube genau, das mache ich. Einen Moment. Und ein zweites Mal hören wir die Startmusik von Ark Survival Evolved, wenn man auf dem Server oder im Singleplayer-Welt joint. Und ich habe inzwischen das Selektivum Schaukatze installiert. Ja, gucken wir doch direkt mal nach. Ist eigentlich ziemlich gut gemacht, weil das nämlich nicht so extrem ist wie, erstmal muss ich Sims lernen, okay? Weil es nicht ganz so krass ist wie das Selektivum aus der Anunnaki-Mod. Es ist nämlich deutlich schwächer. Das macht nämlich... Es verringert den Futterwert um 300. Und es scheint auch so ein bisschen insgesamt zu variieren, der Effekt. Ich weiß nicht genau, was wie das hieß. Und es kostet auch nicht so viel. Dafür, dass es halt nicht ganz so viel bringt. Ne? Stims, Narcotics und anderes Zeug. Komm, dann warte, weiter. Sehr schön. Wo habe ich denn meine Stims gelassen? Oh, guck mal, wir haben sogar noch... Wir können sogar genau eins machen. Das ist eigentlich zu wenig. Ich werde sowieso wahrscheinlich mal in den Fluss rein müssen und ein paar holen müssen. Wir müssen in den Sumpf, um dort ein paar von den Dingern zu holen. Was braucht er noch? Spoiled Meat. Stims, die irgendwie verloren scheinen. Ah, das sind sie, ja. Und Spoiled Meat sollten wir schon ein bisschen was da haben. Ich weiß auch gar nicht, was Zeug überhaupt irgendwie Haltbarkeit oder so hat. Wie viel braucht er? 10? Ja, dann machen wir nochmal so, was wir hier auf, warte. Ein paar haben wir noch rüber. Dass wir so 10 Stück machen können. Ich denke mal, das wird voll in Ordnung sein. Gut, so viele Rare Flowers. Wo habe ich eigentlich alle her? Ah ja, genau, aus dem Biberdamm. Vielleicht habe ich noch ein paar Pilze da irgendwo versteckt, wo ich es gerade nicht so auf den ersten Blick sehen kann. Nö. Nö, 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 nö. Oder? Vielleicht irgendwo da, wo ich nie mit rechnen würde. Aber das Tolle ist ja jetzt, wir können jetzt an den Biberdamm rangehen, ohne sofort vernichtet zu werden. Das ist klasse. Das heißt, wir können einfach los. Ich brauche nicht so viel Fiber. Das wird dicke ausreichen, oder? Wir können einen machen. Selektiv Speciali Design. Oh Gott, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Speciali designed to assist in the act of taming the beasts of the land. Hunger is only caused in unconscious dinos. Ja. Wie ich bereits sagte. Glaube ich. Habe ich das so gesagt? Ich weiß es mich gar nicht mehr. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das so gesagt habe. Haben wir Primal Meat dabei? Haben wir. Sehr schön. Dann nehmen wir uns jetzt einen Gefährten. Wir sprechen tatsächlich dabei von einem Tyrannodon. Ah, das ganze Gammelfleisch hat vergammelt, ey. Das gibt's doch nicht. Ich überlasse ihnen nur das Fleisch, damit es länger hält. Und ganz ehrlich, ich muss mein Gewehr mal ein bisschen reparieren. Ich glaube, das schaffe ich offscreen. So, jetzt packen wir da rein. Haha, 20 Metall, oh mein Gott, du willst mich verarschen. Das Tolle ist ja, wir können bei der Gelegenheit direkt mal unser neues kleines Spielzeug da ausprobieren. Erstmal müssen wir so 2 davon. Pack die da rein. In das bisschen Metall, was ich geholt habe. Und es läuft! Oh, ist das nicht hübsch? Und wie schön sich die Kristallspitzhacke da drin glitzern lässt, ne? Wunderbar. So, Material ist zusammen. Wir können das Gewehr reparieren. Außerdem habe ich ein paar Sachen gefunden. Rein zufälligerweise in einem Biberdamm, eigentlich sogar 2. Ein paar Pilze und noch ein paar Blümchen. Das heißt, wir können direkt nebenbei noch ein paar Sedaktivums machen, wenn ich denn mal so schlau gewesen wäre und mir die Gammelfleischstückchen aus meinem Vogel geholt hätte. So, ich war so schlau und habe es einfach mal aufgeschrieben. Nur 2 können wir machen? Ernsthaft? Für mehr reicht es nicht? Was fehlt mir denn?
Werden sie eh gleich sehen. Na? Es fehlt. Ich habe zu viel Fiber. Ich habe gedacht, das braucht nicht so viel Fiber. Alles klar. Okay. So. Kann auch 7 Stück machen. Also angeblich schafft einer 300 Hunger runter und. Oder er schafft eigentlich 300 Runden Hunger. Und auf die Art und Weise könnten wir auf jeden Fall uns ganz gut mit Dingens. Mit der Tame-Geschwindigkeit bringen, was eigentlich ziemlich geil ist. Haben wir noch irgendwas, was ich ganz gerne mitnehmen möchte? Hm. Ich habe überlegt, einfach mal noch diesen Cross, diesen Bogen hier mitzunehmen, ein paar Pfeile. Weil das so unfucking fassbar stark ist, aber. Und Pumpgun wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und eine schöne da. Bar, ja, haben wir. Die ist schön. Eine schöne Pistole. Ja, ja. Außerdem, ich habe das hier gefunden. Das heißt, wir können die Kristallspitzhacke zurücklassen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Außerdem, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das. Nehmen wir mal mit. Das kann weg, das kann weg. Und ich glaube. Das kann weg, genau. Bisschen Gammelfleisch noch wieder da rein. Wir brauchen immer wieder ein bisschen was. Es meinte jemand, ich sollte mir den Industrial Grinder einfach installieren. Dann kann ich ganz schnell mir die Gammelfleisch-Dinger herstellen. Aber ganz ehrlich, mit dem Ding an meiner Seite und ein paar Stunden einfach den Server laufen lassen, ist was kein Unterschied. Erst ja gesehen. Heute haben wir genug. Gut, ich würde sagen, wir können endlich mal versuchen, ein Harvest-Team zu gehen. Was ja auch höchste Zeit wird. Und die Frage ist natürlich, wo gehen wir ein Tame? Oh Gott, wir könnten wieder. Nee, wir haben auch kein Metall, oder? Wir können wieder. Nee, keine Lust. Oder? Ich mach's kurz auf Screen. So, da wären wir. Wir sind an der schwebenden Insel angekommen. Und diesmal ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ganze überleben, doch ein Vielfaches gesteigert. Der ist nur Level 5, den will ich nicht. Mir fällt gerade ein, ich habe einfach mal meinen Avis hier und mit dem habe ich tatsächlich die Möglichkeit. Ich kann damit die Tiere töten, ne? Oh, das sind Fledermäuse? What the fuck? Okay. Oh Gott, mir fällt gerade ein, dass die Fledermäuse besiegbar sind. Und da haben wir ein schönes Exemplar. Einfach mal so allein. Und was für ein schönes Exemplar. Weg mal holen. Oder? Guckt euch die mal an, den will ich haben, hallo? So, das Level 140. Das heißt, mit ein bisschen Glück stirbt er nicht sofort. Ah, und das betäubt, sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Gut, der schläft erstmal. Wir wissen ja aus Erfahrung, dass die Tiere nicht sofort aufwachen, außer da kommt ein fettes Skorpionchen ein. Und möchte mir jetzt die ganze Streit. Ich mache aus ein paar Kibbel gefunden. Ich habe allgemein ein paar Sachen gefunden, ne? Nein. Stopp. Keine Kibbel für dich. Du kriegst Prime Meat. Wir gucken uns kurz um. Nicht, dass wir plötzlich getötet werden von einem, keine Ahnung, Alpha Rex. Und dann probieren wir das mal ganz kurz aus. Und zwar powern wir mal so ein Selektivum rein. So. Food ist bei 5960. Bam. Guck mal, wie das runtergeht. Krass, krass. Boah, hast du gesehen? Boah, krass. Es ist einfach das Perfekte, weil es ist nicht so übertrieben, dass sofort alles wegmacht und der sofort so viel fressen muss. Und gleichzeitig hat man immer noch einfach Fleisch und Kibbel, weil der nicht sofort alles wegfressen muss. Krass, einfach mal. Ah, das gefällt mir aber. Das Reaktivum, das gefällt mir. Plus 10-fach Taming oder 20-fach, ich weiß es halt gar nicht. Natürlich sehr, sehr angenehm, aber natürlich wäre es natürlich deutlich zu wenig, so ein Tierchen zu tamen. Es gibt nämlich noch eine einzige, auf jeden Fall eine wichtige, sehr, sehr wichtige Sache, die ich heute unbedingt mal angehen möchte. Ob ich den dafür brauche, weiß ich nicht. Der ist auch ein bisschen sehr lahmarschig, fällt mir gerade auf. Es gibt aber, gibt es hier eigentlich Obsidian? Ich glaube, ich bringe erstmal zur Base. Es gibt eine Sache, die ich nämlich ganz gerne heute nochmal angehen möchte. Und zwar, zum einen möchte ich ganz gerne diesen lilanen Airdrop denn haben und hoffen, dass da kein Todestier ist. Ah, sieht schlecht aus. Sehr viele Schlangen.
Und zwar habe ich mir gerade noch mal eine Waffe angeguckt, die wir natürlich per Mod drin haben. Und zwar das Photongewehr. A powerful tranquilizing rifle with scope that shoots a photon beam to shock, paralyze and knock out enemies. Needs a photon core to shoot. Das Problem ist, wie man sieht, Anglergel wird benötigt. Und zwar benötigen wir für eine Batterie brauchen wir einfach mal 150 Anglergel plus das hier. Und das bedeutet, wir dürfen ins tiefe Nass gehen. Rein zufälligerweise habe ich, das war echt Glück, ich habe in einem Lila Airdrop einfach mal komplette, bis auf die Flossen, sowas hier gefunden. Und damit können wir tauchen gehen. Und da wir ja ein Spino haben, der ja sowas fertig bringen sollte, wie einfach unter Wasser überleben, also ganz gut überleben, sollten wir die Möglichkeit haben, auch an Anglergel recht zügig ranzukommen. Ich sehe gerade, der wird gar nicht so einfach, weil überall Schlangen sind. Oh Gott, ey. Können wir mal ganz kurz irgendwo nach oben gehen und zwar die Werte von den Vögelchen angucken. Das machen wir auch wieder viel zu selten, nicht wahr? Kommst du? Wir haben ein Melee-Damage von 360%, immerhin 2700 Leben und 2700 Stamina. Wow. Ich glaube, den machst du erstmal auf 200% Speed, ne? Das könnte uns gerade echt am meisten bringen. So, ich warte kurz, bis der gelandet. Ich würde kurz warten. Ich möchte euch ganz gerne zeigen, was da drin ist. Weil durch die Raw Beacon Mod, wo ich natürlich eingestellt habe, dass es einfach alles drin sein kann. Also eingestellt von den Sachen, die drin sein können. Davon ist die Wertigkeit zwischen normal bis perfekt. Wie zum Beispiel Schwert und Schild und ein paar Bug Repellents. Ziemlich cool. Mal gucken, vielleicht ist das Schwert hier stärker als meins. Ich habe einen 193er. Haha, 248er. Nehme ich gerne an. Und ein Journeyman Riot Shield mit fast 12.000 Durability. Das ist echt heftig. Und ja, ein paar Bug Repellents kann man auch mal gut gebrauchen. Ich glaube, ich gebe dir mal wieder das Fleisch, damit es nicht gammelig wird. Und wir sehen uns, sobald es in die tiefe See geht. Bis gleich. Ich musste die Folge an der Stelle dann doch cutten, weil es sonst viel zu lang geworden wäre. Oben rechts kommt ihr auf die letzte Ark Survival Evolved Folge. Unten rechts, wenn ihr draufklickt, auf die letzte Ark to the Max Folge. Vergiss nicht, das Video zu bewerten. Abonniert den Kanal und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.